So traumhaft wie die Sache 1998 in Japan begann, so genial ging es weiter 1999 in Europa. Leider endete die Geschichte des Dreamcast eher unspektakulär bereits 2001. Und das, obwohl das Spiel allein halt hervorragend und die Grafiktechnik wegweisend war. Die Konsole hat sich auch nicht schlecht verkauft, für Sega geradezu rekordverdächtig. Aber gegen den Erfolg der PlayStation 2 war Sega machtlos. Sony versprach das Blaue vom Himmel, aber nichts wurde anfangs davon eingehalten. Dürftige Grafik und mittelmäßige Spiele. Aber die Fanboys kauften die Konsole wie die Bescheuerten. Zu deren Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass sich der Zustand der dürftigen Software nach einer Weile aufgehoben hat. Die PlayStation 2 gehört mittlerweile zum besten und erfolgreichsten, was die Spielebranche je hervorgebracht hat. Der unglaubliche Starterfolg der PlayStation 2 ist schnell erklärt. Kultiger Vorgänger, gigantisches Werbebudget und integrierter DVD-Player. Alles Faktoren, die Sega nicht bieten konnte. Die Verkaufszahlen brachen dramatisch ein. Sega war eh finanziell angeschlagen und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als im März 2001 die Produktion des Dreamcasts einzustellen. Die Restbestände der Konsole wurden für Schleuderpreise rausgehauen. Aber Spiele, die bis zu einem gewissen Grad entwickelt waren, wurden noch fertiggestellt und schließlich veröffentlicht. Mit diesem Schritt trat Sega aus dem Konsolen-Hardware-Geschäft aus. Von nun an wurden nur noch Spiele für andere Systeme entwickelt. Unter anderem auch für die böse PlayStation 2. Während ein Großteil der Zocker die Fronten wechselte und zum Sony-Lager überging, hielt sich ein kleiner Haufen von Dreamcast-Sympathisanten und widerstand der dunklen, übermächtigen Bedrohung. Das merkte auch ein kleiner Entwickler namens G-Revolution. Eigentlich merkte er es nur, weil die Dreamcast-Hoshis keine Ruhe gaben. Also erbarmte sich der genannte Entwickler, das Naomi-Spiel Border Down für den Dreamcast umzusetzen. Naomi ist ein Arcade-System von Sega und quasi das arkadische Gegenstück des Dreamcast. Von daher sind Umsetzungen kein Problem. Border Down für den Dreamcast war äußerst erfolgreich und bewies, dass der Markt noch lange nicht tot ist. Also folgten nach und nach in regelmäßigen Abständen weitere Naomi-Umsetzungen. Erst 2007 landete das letzte von Sega lizenzierte Dreamcast-Spiel in den Läden. Es war Carouse, ein typischer Bullet-Hell-Shooter. Mit der Veröffentlichung dieses Spiels wurde auch die Produktion der GD-ROMs eingestellt. GD-ROM ist das eigens für Sega Dreamcast entwickelte Speichermedium. Aber halb so wild, der Dreamcast liest auch CDs. Und so kommen bis heute noch Spiele für den Dreamcast auf den Markt. Nicht mehr auf GD-ROM, sondern auf CD. Aber das spielt keine allzu große Rolle. Ganz besonders fleißig war da das Angie Dev Team. Normalerweise entwickeln die Jungs nur für das Neo Geo, bis heute übrigens. Aber traditionell bringen sie nach einer Weile ihre Spiele auch für den Dreamcast raus. Da wäre der R-Type-Klon Last Hope und der Bullet-Hell-Shooter Fast Tracker. Und noch nicht allzu lange draußen ist die Dreamcast-Version von Gunlord. Irgendwie kommt mir das Spiel verdammt bekannt vor. Egal. Auf jeden Fall sind die Jungs des Angie Dev Teams nicht die einzigen, die für weiteres Dreamcast-Futter sorgen. In absehbarer Zeit dürfte Duranic Sturmwind auf den Markt bringen. Dieses Spiel ist exklusiv für Dreamcast und sieht fantastisch aus. Die gerade genannten Spiele sind alles kaufbare Titel, die ganz normal mit Packung, Anleitung und CD daherkommen. Vertrieben von dem Publisher Red Spot. Aber lange bevor die ersten Dreamcast Red Spot Games auf den Markt kamen, entstand eine andere Seite der Dreamcast-Szene. Und diese war anfangs nicht unbedingt legal. Es dauerte nicht lang, bis die ersten Hacker eigene Programmcodes auf den Dreamcast zum Laufen brachten. Das Ziel war ganz klar, Raubkopien. Im Jahr 2000 kamen dann die ersten Boot-CDs, die im Internet frei verfügbar waren. Und damit ließen sich ohne Probleme Raubkopien starten. Positiver Nebeneffekt bei dieser Sache war, dass der Ländercode deaktiviert wurde, was das Abspielen von Importspielen möglich macht. Bei der Sache mit den Raubkopien gab es nur einen positiven Faktor, und der war, dass diese im Normalfall nie an die Qualität des Originals kamen. Der Grund dafür waren die GD-ROMs. Diese haben eine Speicherkapazität von 1,2 GB. Auf ein CD-Rolling passen aber nur 700 MB. Um jetzt ein Dreamcast-Spiel auf ein CD-Rolling zu bekommen, muss man etwas weglassen. Und das waren für gewöhnlich die Videosequenzen oder der Sound. Und mal ehrlich, wer hat jetzt noch Lust, so ein zusammengeschnippeltes Spiel zu spielen? Ich ehrlich gesagt nicht. Aber so wie es aussah, stand ich mit dieser Einstellung alleine da. Die Raubkopierbranche boomte und die Verkaufszahlen gingen wieder mal zurück. Sega sah sich mit einem Problem konfrontiert, von dem die PC-Branche ein Lied singen konnte. Und mit Sicherheit war diese Entwicklung auch einer der Gründe, warum die Produktion des Dreamcast so früh eingestellt wurde. Tja, dann sag ich mal danke. Habt ihr echt toll gemacht. Spitzenleistung. Der nächste Schritt, den die Dreamcast-Szene machte, war nicht mehr ganz so kriminell, aber immer noch etwas problematisch.
Findige Programmierer entwickelten kleine kostenlose Programme, wie zum Beispiel GibPlay oder DC MP3. Damit ließen sich Videos oder auch MP3-Dateien auf den Dreamcast abspielen. Nicht lange und die ersten Emulatoren kamen raus, auf denen sich dann Super Nintendo, Mega Drive und sonst was für ROMs spielen ließen. Das Dumme an dieser Sache ist nur, dass diese ganze Homebreeze-Software auf die von Sega lizenzierte Windows CE-Bibliothek zurückgreift. Und das ist rein rechtlich gesehen ein Problem. Angespornt, dieses Problem zu lösen, tüftelten Hobbyprogrammierer an ihren eigenen Entwicklungssystemen für den Dreamcast. Der Programmierer Dan Potter brachte schließlich LibDream raus. In Zusammenarbeit mit anderen Programmierern kam dann kurz darauf Callisti OS raus. Diese Entwicklungssoftware für den Dreamcast war frei verfügbar für jedermann. Die rechtlichen Lizenzprobleme mit Sega gehörten der Vergangenheit an. Von nun an konnten Hobbyentwickler ihre Software und Spiele bedenkenlos verbreiten. Und die Tatsache, dass das Ganze läuft, ohne den Dreamcast irgendwie zu modifizieren, machte diese Konsole geradezu perfekt für solche Spielereien. Nachdem Sega die Produktion des Dreamcast einstellte, boomte die Hobbyentwicklerszene erst so richtig. Unzählige Programme kamen raus, MP3 und DivX-Player, Emulatoren für sämtliche Systeme und auch eigens für den Dreamcast entwickelte Spiele. Dann gibt es noch zahlreiche Portierungen von PC-Klassikern wie Doom oder Wolfenstein. Besonders interessant ist auch das Goom4M Project. Mit dieser Software schafft man es, die ganzen alten Point-and-Click-Adventures von LucasArts zum Laufen zu bringen. Monkey Island, Sam & Max und Indiana Jones and the Fate of Atlantis sind nur einige dieser Kandidaten. Es gibt sogar eine Version von Linux für den Dreamcast und somit kann man wohl sagen, dass diese Szene wohl nichts ausgelassen hat. Ich mag mich vielleicht täuschen, aber ich glaube kaum eine andere Konsole hat eine solch bewegte Szenengeschichte hinter sich wie der Dreamcast. Aber all das wäre wohl nie zustande gekommen ohne die geniale Hardware, die in Segas letzter Konsole vor sich hinwerkelt. Und was daran so genial ist, wird jetzt behandelt im Hardware-Check. Die Fachwelt und auch jeder andere, der sich für Videospiele interessiert, war beeindruckt, als erste bewegte Bilder von Dreamcast-Spielen durch die Medien huschten. Gewaltiger Polygon-Count, superscharfe Texturen und grafische Effekte, die nicht einmal heute auf aktuellen Konsolen Standard sind. Der Dreamcast hat wahrlich eine neue Videospielgeneration eingeleitet. Herzstück des Ganzen ist eine Hitachi SH4 RISC CPU. Eigentlich hat diese nur 32-Bit, in der doppelten Genauigkeit kommt sie aber auf 64-Bit. Und die mit integrierte Floating Point Unit schafft sogar eine Bandbreite von 128-Bit. Getaktet ist das Ganze auf 200 MHz. Das klingt jetzt nicht besonders viel, aber man darf nicht vergessen, dass es sich hierbei um eine RISC CPU handelt. Laut Sega ist die Leistung vergleichbar mit einem Pentium 3, der auf 1000 MHz getaktet ist. Ob das nun wirklich stimmt, ist dahingestellt, aber zweifelsohne ist der SH4 eine sehr leistungsfähige CPU. Und was haben die Mercedes-Benz C- und E-Klassen mit den Dreamcast gemeinsam? Tja, ganz klar, auch in diesen Kraftfahrzeugen wurde der SH4 in der Elektronik verbaut. Wer hätte also gedacht, dass Mercedes und Sega etwas gemeinsam haben? Okay, der Arbeitsspeicher. Die gesamten Daten werden vom GD-ROM in den 16 MB großen Hauptspeicher geschaufelt. Seine grafische Unterstützung bekommt der Dreamcast von einem PowerVR-2-Chip der Firma NAC. Unterstützt wird die auf 100 MHz getaktete GPU mit 8 MB Grafikspeicher. Allerdings holt man durch ein spezielles Kompressionsverfahren bis zu 4-mal mehr aus dem Speicher raus. Das bedeutet theoretisch 32 MB. Das erklärt auch, warum die Texturen auf den Dreamcast so gut aussehen. Mit dieser Grafikeinheit schafft es der Dreamcast 5 Millionen Polygons in der Sekunde darzustellen. Und das mit Texturen und Effekten. Die Auflösung ist dabei standardisiert von 640x480 Pixel. Technisch sind aber 1600x1200 möglich. Gleichzeitig können 16,7 Millionen Farben bei 24-Bit True Color dargestellt werden. Und ganz nebenbei hat der PowerVR 2-Chip noch jede Menge Effekte, die die Grafik des Dreamcast noch um einiges verbessern. Zum Beispiel ein hervorragender Texturfilter, der das Aufpixeln der Texturen verhindert, wenn man ihnen zu nahe kommt. Dann Mipmapping für in unterschiedlichen Auflösungen abgelegte Textur. Das spart Performance, weil weit entfernte Objekte mit nur sehr gering aufgelöster Textur ausgestattet sind. Tile-Based Deferred Rendering. Diese Technik verhindert, dass Polygone, die von anderen Objekten verdeckt werden, einfach mitberechnet werden. Bump Mapping. Hiermit ist es möglich, Texturen rau oder sogar dreidimensional wirken zu lassen. Heutzutage ist sowas in jedem 3D-Spiel zu finden, aber damals war es etwas Besonderes. Der Dreamcast verwendet diese Technik auch nur sehr sparsam, aber er kann es.
Grow-Shading tut Objekte weich schattieren, wodurch sie realistischer und dreidimensionaler aussehen. Anti-Aliasing, eines der wichtigsten und vorteilhaftesten Effekte, die der Dreamcast zu bieten hat. Ohne sie kann der komplette Gesamteindruck der Grafik zunichte gemacht werden. Hiermit wird der berühmt-berüchtigte Treppeneffekt eliminiert, der an den Kontrasträndern der Objekte sein Unwesen treibt. Gerade bei relativ niedrig aufgelöster Grafik ist dieser Effekt besonders störend. Anti-Aliasing rechnet bei den Kontrastkanten einfach ein paar farblich abgestimmte Pixel dazu. Die Problemzonen werden dabei weicher und die gesamte Grafik wirkt weniger pixelig. Der Dreamcast beherrscht diese Technik von Anfang an und somit macht auch ein Großteil der Spiele ausgiebig Gebrauch von ihm. Auf der PlayStation 2 dagegen sah es anders aus. Sie hat zwar ein hardwareunterstütztes Anti-Aliasing, allerdings ist diese Technik derart leistungshungrig, dass anfangs kaum ein Spiel Gebrauch davon macht. Zusätzlich wurde die Auflösung der frühen Spiele noch runtergesetzt, damit sie in einer brauchbaren Geschwindigkeit liefen. Der Preis dafür war hoch, Treppeneffekte, wo man hinschaut, die Grafik sah furchtbar aus. Aber wie gesagt, das waren die frühen Spiele. Die Programmierer haben schnell dazugelernt und so sahen auch die Spiele auf der PlayStation 2 nach einer Weile richtig, richtig gut aus. Komisch ist nur, dass Sony aus der ganzen Sache anscheinend nichts gelernt hat, denn auch die PlayStation 3 hatte anfangs so seine Probleme mit den Anti-Aliasing. Tja, und der Sega Dreamcast fragt sich nur, was machen die nur immer? Wo ist denn das Problem, Mann? Dass sich Sega für den Powerfire 2 Chipsatz entschieden hat, war wohl eine nicht allzu schlechte Entscheidung. Die Hardware hat durchaus ihre Vorzüge. Anfangs war ja noch der Voodoo-Chipsatz von 3DFX im Gespräch, aber man hat sich relativ kurzfristig für die Powerfire 2 Geschichte entschieden. Das fand 3DFX natürlich nicht so toll und hat Sega verklagt. Allerdings hat man sich außergerichtlich geeinigt. 3DFX wurde, soweit ich weiß, mittlerweile von Nvidia aufgekauft, also die Sache hat sich eh erledigt. Der Sound. Der Chip, der an Dreamcast dafür zuständig ist, kommt von Yamaha und basiert auf der ARM7-Technologie. 32-Bit RISC-Prozessor, 64 Kanäle und 2 MB Soundspeicher. Damit lässt dieser Chip in diesem Anwendungsbereich keinerlei Wünsche offen. Nebenbei ist zu erwähnen, dass in dieser Konsolengeneration die Sounds für gewöhnlich nicht mehr in Echtzeit erzeugt wurden. Die Musik kam von MP3-ähnlichen Dateien, die einfach abgespielt wurden. All diese Hardware-Komponenten sorgten dafür, dass der Dreamcast Grafik darstellen kann, die zur damaligen Zeit wirklich beeindruckt hat. Aber auch die beiden Entwicklungssysteme, Katana und Windows CE, haben entscheidend dazu beigetragen, dass auch gleich zu Beginn die Spiele auf den Dreamcast sehr gut aussahen. Sega hat aus alten Fehlern gelernt. Besonders das Mega CD und der Saturn haben die Entwickler damals in den Wahnsinn getrieben. Die Entwicklung auf diesem System war nämlich alles andere als benutzerfreundlich. Auf den Dreamcast sah das anders aus. Besonders Katana hat die Fähigkeiten gleich zu Beginn sehr gut genutzt. Eine brauchbare Hardware ist schon mal eine gute Grundbasis für eine Konsole. Aber auch der Rest sollte passen. Und das tut er beim Dreamcast. Sein Datenfutter bekommt der Dreamcast, wie bereits erwähnt, von den GD-ROMs. Das bis zu 1,2 GB packende Speichermedium wurde von Yamaha entwickelt. Verwendung findet dieses System nur im Videospielbereich. Dabei ist der Dreamcast das einzige Heimgerät, der Rest ist in der Spielhalle zu finden. Naomi, Shihiro und Treeforce heißen die anderen Systeme, die die GD-ROM-Technologie nutzen. Controller-Anschlüsse gibt es 4 Stück. Der Controller selber ist ein Mischmasch aus dem Analog-Controller des Saturns und dem des Nintendo 64. 4 Action-Button, ein Analogstick, ein Digi-Kreuz, ein Start-Button und 2 Trigger-Tasten sind die Bedienmöglichkeiten dieses Controllers. Zusätzlich gibt es noch 2 Slots für zum Beispiel eine Memory Card oder ein Rumble Pack. Was ein wenig seltsam an diesem Controller ist, ist das Kabel. Das kommt nicht wie für gewöhnlich hinten raus, sondern vorne und wird durch diese seltsame Klemmvorrichtung nach hinten befördert. Warum, wieso, weshalb das so ist, keine Ahnung. Es stört nicht wirklich, aber man wundert sich halt ein wenig. Die Memory Card, welche in den Controller gesteckt werden kann, nennt sich VMU, Visual Memory Unit. Und dieses VMU ist absolut einzigartig im Videospielbereich. Kein anderes System hat etwas Vergleichbares. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass es ein Display hat und Funktionstasten. Ist es im Controller eingesteckt, zeigt es auf dem Display Informationen zum jeweiligen Spiel. Karten, Energieanzeige oder einfach nur ein Logo. Aber man kann es auch ohne Controller verwenden. In diesem Fall kann man nachschauen, wie viel Uhr es ist, Spielstände verwalten oder sogar kleine Tamagotchi-ähnliche Spiele spielen. Der Dreamcast war die erste Konsole, die standardmäßig ein Modem mit eingebaut hatte. In den USA bekam man ein 56 Kilobit Modem, der Rest der Welt musste mit 33 klarkommen. Beide waren allerdings unsäglich langsam. Leider war das damals Standard. Es gab zwar einen DSL-Adapter, allerdings wer hatte damals schon DSL?
Na egal. Sega bot lange vor Xbox Live und PlayStation Network einen Online-Dienst für Spielekonsolen, nämlich die Dream Arena und SegaNet. Es gab 26 Titel, die online spielbar waren. Man konnte chatten, Spielstände hoch und runterladen und jede Menge Informationen abrufen. Bedienen konnte man das alles mit dem Controller, allerdings war das reichlich unkomfortabel. Deswegen gab es auch eine Maus und eine Tastatur für den Dreamcast. Der Videoausgang des Dreamcast ist auch eine absolute Multinorm-Sache. Es gibt fast kein Signal, was er nicht ausspuckt. Standardmäßig ausgeliefert wurde der Dreamcast mit einem Antennenkabel. Selbst damals war das nicht gerade zeitgemäß. Also, ab in die Tonne mit dem Kabel. AV, Super Video, RGB und sogar VGA kann man den Dreamcast entlocken. Vorausgesetzt, man hat das richtige Kabel dafür. Am besten kommt man mit einem RGB-Kabel oder mit einer VGA-Box weg. Allerdings muss man leider sagen, dass das VGA heutzutage nicht mehr so toll funktioniert. Die neuen Monitore können mit der niedrigen Auflösung nichts mehr anfangen. Also man sollte schon noch einen alten Röhrenmonitor da haben. An den holt man dann aber wirklich das perfekte Bild raus. Zu guter Letzt gibt es noch einen Serial-Port. Über diesen lassen sich zwei Dreamcasts miteinander verbinden. Es gibt aber auch nur sehr wenige Spiele, die diese Funktion nutzen. Ferrari F355 zum Beispiel. Hier kann man ja zu zweit gegeneinander spielen, ohne Splitscreen-Modus. Allerdings braucht man dafür zwei Konsolen, zwei Spiele und zwei Bildschirme. Also ein erheblicher Aufwand. Der Serial-Port muss aber auch herhalten, um andere Zusatzgeräte an den Dreamcast anzuschließen. Und wo wir schon mal bei Zusatzgeräten sind, da gab es eine ganze Menge, teilweise recht Kurioses. Da wären verschiedenfarbene VMUs. Es gibt ein Jump Pack oder man kann es auch Rumble Pack nennen, welches Vibrationen am Controller spüren lässt. Dann eine spielerisch wirklich geniale Light Gun. Allerdings ist sie nur bis 60 Hertz kompatibel, also Leute mit einem 100 Hertz Fernseher haben leider Pech gehabt. Dann gibt es auch einen Fishing Controller oder man kann es auch einfach nur Angel nennen. Dieses Ding funktioniert normalerweise nur mit Bass Fishing, aber wer mal eine echte Herausforderung sucht, der kann es auch mal mit Soul Calibur probieren. Da funktioniert das Ding nämlich auch. Ein Arcade Stick, mit dem sich natürlich Prügelspiele hervorragend spielen lassen. Ein Racing Wheel oder von Sega Race Controller genannt. Dream Cara macht den Dreamcast zu einer Karaoke-Station. Dieses Gerät ist allerdings nur in Japan erschienen. Dream A, also eine Kamera. Auch in diesem Bereich war Sega der Konkurrenz mal wieder weit voraus. Ein Mikrofon gab es auch, damit konnte man zum Beispiel bei Seaman mit einem schlecht gelaunten Fisch reden. Und hat man eine ausreichend gute Internetverbindung gehabt, konnte man auch Voice-Chatting betreiben. Der Twin-Stick, ein Controller mit zwei Joysticks, das Gerät ist allerdings nur kompatibel mit Virtual One. Der Maracas-Controller besteht aus zwei Rasseln und einer Tanzmatte. Das Set ist nur kompatibel mit den beiden Samba de Amigo-Teilen. Eine Tastatur und die dazugehörige Maus, wurde ja schon erwähnt. Geplant war noch ein Zip-Laufwerk, aber dank des vorzeitigen Ablebens des Dreamcast kam es nie zur Markteinführung. Also, auch in Sachen Peripherie lässt der Dreamcast keine Wünsche offen. Ansonsten gibt es in Sachen Hardware und Zusatzgeräte jetzt nicht mehr so viel zu erwähnen. Nur eine Sache noch. Die perfekte Überleitung zur nächsten Rubrik. Okay. Der Dreamcast war die erste Konsole, die zur Kühlung der Hardware einen Lüfter brauchte. Und was diese Hardware so ins Schwitzen gebracht hat, seht ihr jetzt. Im Games Check. Obwohl der Dreamcast nicht allzu lange auf dem Markt war, kam mal in dem PAL-Bereich über 200 Titel raus. Rechnet man jetzt die ganzen NTSC-Titel dazu, die hierzulande nicht rausgekommen sind, kommt nochmal ein ordentlicher Prozentsatz dazu. Die PAL-Spiele wurden ausgeliefert in einer extra für den Dreamcast angefertigten GD-ROM-Hülle. Unverwechselbar, im himmelblauen Dreamcast-Design. Im NTSC-Bereich musste man sich mit einer gewöhnlichen CD-Hülle zufrieden geben. Im Übrigen war das Logo nicht blau, sondern rot. Technisch gesehen gibt es größtenteils keine Unterschiede. Die meisten PAL-Spiele hatten einen 60-Hertz-Modus, das bedeutet volle Framerate und PAL-Balken gibt's auch nicht. Was das Spieleangebot angeht, da kann sich der Dreamcast sehen lassen. Es gibt haufenweise gute Spiele und einige davon gibt es wirklich nur auf diesem System. We'll be right back.
Sonic Adventure war eines der ersten Dreamcast-Titel und auch der erste richtige Sonic-Teil in 3D. Dementsprechend hoch waren die Erwartungen und somit stand Sega ganz schön unter Druck. Aber als das Spiel rauskam, war die Fangemeinde begeistert. Superschnelles Gameplay, irre gute Grafik und fetziger Sound. Kritiker bemängeln zwar den lahmenden Adventure-Anteil und die zusammenhanglose Story, aber auch wenn diese Kritikpunkte berechtigt sind, sie verblassen gegenüber den genialen Action-Leveln, die Sonic zu bieten hat. Für damalige Verhältnisse sah Sonic Adventure wirklich toll aus. Scharfe Texturen, detailreicher Levelaufbau und jede Menge hübsche Effekte. Technisch war das Ganze auch recht ordentlich. Slowdowns gab es so gut wie gar nicht, die Framerate war stabil, wenn auch nicht 100% fließend, wie es gerne behauptet wird. Es tut sich permanent ein leichtes, unauffälliges Rütteln einschleichen, was nicht sonderlich auffällt, bis man mal drauf achtet. Ist aber nicht so schlimm, ich wollte es nur mal gesagt haben, da überall das Gegenteilige behauptet wird. Ansonsten sind noch die häufig auftauchenden Pop-Ups zu erwähnen, was bei dieser Spielgeschwindigkeit aber nicht weiter verwunderlich ist. Von daher drückt mir noch mal ein Auge zu. Und trotz dieser Kritikpunkte ist Sonic Adventure wirklich gut geworden und macht Sega absolut keine Schande. Seit 2001 kam dann der zweite Teil raus, der grafisch und technisch nochmal ordentlich zugelegt hat. Die Framerate war diesmal wirklich bei absolut fließenden 60 Bildern in der Sekunde. Die Pop-Ups sind wesentlich weniger geworden und die Texturen sind zum Teil noch detaillierter als beim Vorgänger. Und ganz nebenbei ist der Detailgrad um einiges höher. Sonic hat jetzt zum Beispiel Finger, was er vorher nicht hatte. In Bezug auf den lahmenden Adventure-Teil und der dämlichen Story hat sich zwar nichts geändert, aber dafür sind die Action-Level wieder erstklassig. Die beiden Spiele gab es anfangs nur exklusiv für den Dreamcast. Nachdem Sega aber das Hardware-Geschäft aufgab, wurden sie auch für andere Systeme umgesetzt. Einige Versionen waren überaus erfolgreich. Soul Calibur wurde von Namco 1999 nur für den Dreamcast herausgebracht. Im Vorfeld hat man sich schon einiges von dem Spiel erhofft, aber das, was am Ende dabei rauskam, hat sämtliche Erwartungen bei Weitem übertroffen. Grafisch war es derart gut, dass es die gesamte damalige Beat'n'Up-Konkurrenz weit hinter sich gelassen hat. Selbst die Spielautomaten-Version von Soul Calibur hat nicht so eine gute Figur gemacht wie die auf dem Dreamcast. Das fängt an bei den unglaublich detaillierten Charakteren. Die Haare flattern im Wind und die Klamotten sind nicht einfach nur auftexturiert, sondern werden polygonär dargestellt und bewegen sich passend zur jeweiligen Spielsituation relativ realistisch. Die Gesichtszüge sind unglaublich detailliert. Selbst wenn die Kamera ganz nah rangeht, sieht das Ganze noch verdammt gut aus. Ganz nebenbei sprechen die Charaktere auch noch lippensynchron. Auch die ganzen Bewegungsabläufe könnten nicht besser und realistischer sein. Namco hat hier richtig viel Zeit reingesteckt. Aber nicht nur die Charaktere sehen super aus, auch bei der gesamten Umgebungsgrafik wurde in keinster Weise gespart. Unglaublich detailliert, unglaublich scharfe Textur und unglaublich cooles Design. Was das Gameplay angeht, da gibt es gespaltene Meinungen. Das Spiel ist nicht sonderlich kompolastig, außer es gibt keine irrsinnig komplizierten Tastenkombinationen, die irgendwelche besonderen Special Moves erzeugen. Es gibt schon Special Moves, aber die sind relativ simpel. Soul Calibur ist im Verhältnis zu anderen Beat'n'ups eher ein Button-Smasher. Das soll jetzt nur heißen, dass man relativ schnell mit der Steuerung zurechtkommt und auch als Unerfahrener durchaus eine Chance hat.
Deswegen sagen viele, dass das Spiel viel zu leicht ist. Aber diejenigen, die das behaupten, haben nicht allzu lange Soul Calibur gespielt. Da bin ich sicher. Weil kaut man mal den Adventure-Modus durch und stellt sich den unglaublich vielen Missionen, wird man merken, dass man mit seiner Button-Smash-Technik nicht allzu weit kommen wird. Soul Calibur ist umfangreicher, als man anfangs glaubt. Und auch wesentlich motivierender, als man anfangs glaubt. Der besagte Adventure-Modus macht geradezu süchtig. Und das nicht zuletzt wegen der unglaublichen Massen an Dingen, die man freispielen kann. Da wären zum Beispiel zusätzliche Kämpfer, neue Outfits und endlich viele Bilder in der Galerie, Filme, Musik sowie Demo-Sequenzen. Es wird auf jeden Fall nicht allzu schnell langweilig. Soul Calibur ist mit Sicherheit ein absoluter Vorzeigetitel für den Dreamcast. Und jeder Beat'n'Up-Fan, der dieses Spiel noch nicht gespielt hat, sollte sich am besten schleunigst in die stille Ecke verkrümeln und sich schämen. Soul Calibur, erstklassiges Spiel, muss man haben. Hey, 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 it's time to make some crazy money. Are you ready? Here we go! Crazy Taxi. Tja, wenn man im Wörterbuch nach dem Wort Spielspaß nachschaut, findet man ein Bild von Crazy Taxi darin. Das Spiel ist verrückt, chaotisch und in keinster Weise realistisch, aber es macht Spaß. Das Spielprinzip von Crazy Taxi ist schnell erklärt. Ihr seid ein Taxifahrer und wollt Geld verdienen. Tja, und wie macht man das als Taxifahrer? Ganz klar, man sammelt Fahrgäste ein und bringt sie zu ihrem Bestimmungsort. Aber der Sinn von Crazy Taxi liegt jetzt nicht darin, den Fahrgästen zu zeigen, wie man die Straßenverkehrsordnung korrekt praktiziert. Nein, vielmehr wird gefordert, den Gast so schnell wie möglich zu seinem Zielort zu bringen. Und das, egal wie. Vergesst rote Ampeln, vergesst rechts vor links. Wer sagt, dass Bürgersteige nur für Fußgänger sind? Warum sollte man keine Abkürzung durch den Park nehmen? Und vorausschauendes Fahren wird absolut überbewertet. Das Ziel ist ganz klar, so schnell wie möglich. Koste es, was es wolle. Bäh, wieder eine Telefonzelle weniger. Okay, also so viel zum Spielprinzip von Crazy Taxi. Die Grafik kann sich wieder mal für damalige Verhältnisse absolut sehen lassen. Sie läuft super flüssig bei 60 Frames in der Sekunde und nur gelegentlich schleichen sich ein paar Slowdowns ein. Die Texturen sind jetzt nicht so der Wahnsinn und in der Ferne sieht man mehr als deutlich den Grafikaufbau. Aber dafür ist der unmittelbare Detailgrad wirklich enorm. Überall sind Autos, Passanten und irgendwelche Dinge, die man umfahren kann. Die Stadt lebt einfach und das kommt super rüber. Ganz besonders zu erwähnen ist auch der Sound. Abgesehen davon, dass die Taxifahrer und die Passanten jede Menge coole Sprüche von sich lassen, ist auch die Musik von Crazy Taxi absolut genial. Ja genau. Und für diejenigen, die das Spiel kennen, die werden sich wahrscheinlich wundern, was für komische Musik da im Hintergrund läuft. Weil normalerweise laufen dort Originalsongs von The Offspring und Bad Religion. Diese Songs tragen wirklich enorm zum Spielspaß von Crazy Taxi bei. Aber dummerweise sind das GEMA-Titel. Und ihr wisst alle, was passiert, wenn man GEMA-Titel bei YouTube hochlädt. Aufgrund dessen war ich bedauerlicherweise gezwungen, höchstpersönlich eigenhändig die Gitarre zu schrubben. Deswegen hört sich das auch so scheiße an. Naja, wenigstens ist es jetzt GEMA-frei. Resident Evil Code Veronica ist der erste Resident Evil Teil, der komplett in 3D dargestellt wurde. Das typische Spielgefühl ging dabei aber nicht verloren. Wie gehabt sieht man das gesamte Spielgeschehen aus verschiedenen Kamerablickwinkeln. Diese sind aber jetzt nicht mehr starr, sondern fahren gegebenenfalls mit. Auch der Rest ist im Prinzip gleich geblieben. Zombies abballern, Gegenstände einsammeln, kleine Rätsel lösen und auch das bekannte Kistenprinzip ist geblieben. Die Story ist absolut packend und man will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Zumal ist das Spiel voll mit diesen Schockeffekten. Ihr kennt das doch, alles ist schön ruhig, sieht alles friedlich aus und auf einmal... BÄM! Ha! Tja, das Spiel ist voll damit.
Was die Grafik angeht, da gibt es auch absolut nichts zu meckern. Das Spiel sieht einfach klasse aus. Licht und Schatten harmonieren perfekt miteinander und die Räume sind vollgestopft mit vielen kleinen Details. Ganz nebenbei läuft das Ganze auch noch absolut fließend bei 60 Bildern in der Sekunde. Resident Evil Code Veronica hat absolut nichts falsch gemacht und gilt bis heute als bester Resident Evil Teil. Ich würde jetzt sagen, Capcom hat hier erstklassige Arbeit abgeliefert. Aber diese Aussage wäre nicht ganz korrekt. Warum nicht? Tja, die Sache ist die. Dieser Teil von Resident Evil wurde nicht von Capcom entwickelt. Auch wenn überall Capcom draufsteht und im Netz meist nichts anderes behauptet wird, das Spiel ist in Wahrheit von der Firma Nex Entertainment entwickelt worden. Nex Entertainment. Kennt ihr nicht? Noch nie gehört? Kein Wunder. Nex Entertainment ist ein sogenannter Ghost-Entwickler. Capcom hat mit den Entwicklern so gut wie gar nichts zu tun gehabt. Sie haben eigentlich nur Nex Entertainment den Auftrag gegeben, Code Veronica für den Dreamcast zu entwickeln. Nex Entertainment bekommt die Kohle, Capcom die Lorbeeren. Natürlich war das Spiel für Capcom auch alles andere als ein finanzieller Reinfall. Die Rechnung könnte durchaus aufgegangen sein. Die Sache mit den Ghost-Entwicklern ist absolut keine Ausnahme. Man würde sich wundern, welche hochrangigen Titel von solchen Firmen entwickelt worden sind. Der Kundenkreis von Nex Entertainment ist voll mit hochrangigen Entwicklern. Namco, Square Enix und nur zwei davon zu nennen. Aber was soll's. Solange das Spiel wirklich gut ist, ist es doch vollkommen egal, von wem das Spiel eigentlich ist. Shenmue war bis zu diesem Zeitpunkt die teuerste Videospielentwicklung überhaupt. Fast 50 Millionen US-Dollar hat die Produktion verschlungen. Dieses Spiel wollte vollkommen neue Wege gehen und erschuf gleich einen neuen Genre. Full Reactive Ace Entertainment, kurz FREE, hieß die neue Art von Spiel, die Shenmue ins Leben rief. Das war eine Mischung aus Adventure, Action und Lebenssimulation. Das Ziel war es, die Spielwelt so realistisch und interaktiv darzustellen, wie es nur möglich war. Bis zu einem gewissen Grad ist den Entwicklern das auch gelungen. Shenmue genoss damals einen unglaublichen Hype. Als das Spiel rauskam, schossen die Verkaufszahlen des Dreamcast noch einmal ein ganzes Stück nach oben. Das lag zum einen an den großmündigen Ankündigungen von Yu Suzuki, welches der geistige Vater von Shenmue ist, und an der spektakulären Grafik, die dieses Spiel bot. Vor der Veröffentlichung hat Fangemeinde und Fachpresse viel darüber diskutiert, ob es sich bei den gezeigten Preview-Videos wirklich um Echtzeitgrafik handelt oder um vorgerechnete Videosequenzen. Alle Kritiker und Schwarzmaler waren am Ende ziemlich kleinlaut, als die Grafik dann wirklich in Echtzeit war und kein bisschen schlechter aussah als auf den vorab gezeigten Videos. Teilweise super scharfe Texturen, sehr detaillierte Umgebungsgrafik und, was am meisten ins Gewicht gefallen ist, waren die Charaktere. Besonders deren Gesichter. Die waren derart detailliert dargestellt, dass es alles bisher dagewesen übertraf. Und das nicht nur auf den Dreamcast, auch systemübergreifend. Shenmue bekam durchwegs Höchstwertung und war auch sehr erfolgreich. Deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit, bis ein zweiter Teil rauskam. Dieser schlug aber dann nicht mehr ganz so gut ein, was zur Folge hatte, dass ein dritter Teil bis heute aussteht. Beide Teile kann man wohl als absolute Meisterwerke bezeichnen und haben mehr als deutlich gezeigt, zu was der Dreamcast fähig ist. The House of the Dead. The House of the Dead 2. Dieser Titel hat die Spielhalle endgültig ins heimische Wohnzimmer geholt. Natürlich, Lightgun-Shooter gab es schon vorher für zu Hause, aber nicht in dieser Qualität. Die Sega Lightgun für den Dreamcast lag bestens in der Hand und war sehr präzise. Und das Spiel selber? Da gibt es meiner Meinung nach absolut nichts zu meckern. Aber viele Kritiker sehen das damals wie heute etwas anders. Mangelnde Bewegungsfreiheit, linearer Spielablauf, stupides immer gleiches Gameplay und viel zu schwer. So ähnlich hört sich das hier und da an, wenn die Fachwelt das Spiel bewertet. Aber dazu muss ich sagen, Lightgun-Shooter mag man oder man mag sie nicht. Oder man ist ein Weichei oder kein Weichei. Als das Spiel 1999 rauskam, war man von der Grafik schlichtweg überwältigt. Irrsinnig fließend und versetzt mit unglaublich vielen Details flimmerte das Ganze über den heimischen Bildschirm. Was einen aber ebenfalls überwältigt hat, war die knallhart derbe Brutalität. Okay, es ist ein Zombie-Spiel, also was will man da erwarten?
Was aber auch zu erwarten war, ist, dass dieser Titel über kurz oder lang auf den Index landet. Und da ist er mittlerweile. The House of the Dead 2 war somit in Deutschland nur unter der Ladentheke zu bekommen. Das Spiel bietet knallharte Baller-Action. Und so linear, wie behauptet wird, ist es gar nicht. Es gibt zahlreiche alternative Wege und Abkürzungen, die man einschlagen kann. Der Schwierigkeitsgrad ist hart, aber meiner Meinung nach genau austariert. Mit ausreichend Übungen lässt sich das Spiel durchaus schaffen. Jeder, der auch nur ein bisschen was für Lightgun-Shooter übrig hat, wird einen Mordspaß an diesem Spiel haben. Die Fans sind sich einig, die Fachpresse nicht. Aber da wir ja die Fans sind, ist House of the Dead 2 ein klasse Spiel. Man könnte die Liste der besten Dreamcast-Spiele jetzt noch ewig so ausführlich vorstellen, aber ich glaube, ich fasse mich jetzt ein wenig kürzer. Da wäre Daytona USA 2001, eine neu interpretierte Version der Automatenspiele. Es fühlt sich an wie Daytona USA, es spielt sich wie Daytona USA. Super fließende Grafik mit irrsinniger Weitsicht. Rats. Dieses Spiel hat bewiesen, dass Videospielentwicklung Kunst ist. Skies of Acadia, das einzig brauchbare RPG für den Dreamcast. Klassisches Kampfsystem, super Grafik und packende Story, aber unglaublich nervige Luftkämpfe. Blue Stinger ist ein erstklassiges Survival-Horror-Game mit gigantischen Waffenarsenal, riesigen Endgegnern und Zombies, die Münzen verlieren. Der zweite Teil von Dead or Alive. Coole Kämpfe, klasse Grafik und physikalisch korrektes Verhalten von gewissen weiblichen Körperteilen. Rayman für den Dreamcast. Dieses Spiel ist so gut, dass selbst der olle Mario 64 skeptisch die Augenbrauen hebt. Jet Set Radio. Coole Musik, coole Grafik, cooles Gameplay. Ferrari F355. Eine perfekte Automatenumsetzung mit super realistischen Fahrverhalten. Sword of the Berserk ist Hack and Slay for Ender. Hammer Grafik, knallharte Action, riesige Endgegner und massig Zwischensequenzen in Echtzeit. Das Spielangebot des Dreamcast kann sich wirklich sehen lassen. Es dürfte wirklich für jeden etwas dabei sein. Und wie bereits erwähnt, es ist noch lange nicht vorbei. Noch immer werden Spiele für dieses System entwickelt. Segas letzte Konsole ist und bleibt sicherlich ein hervorragendes Gerät. Wirklich zu schade, dass es so schnell vorbei war. Aber wahrscheinlich war gerade dieser Umstand dafür verantwortlich, dass dieses System einen solchen Kultfaktor erlangt hat. Somit hat sich der Sega Dreamcast wahrlich einen bedeutenden Platz in der Geschichte der Videospiele verdient. So, das war's. Eine etwas ausführlichere Folge von Games on a Screen. Aber dieses Thema kann man einfach nicht in 10 Minuten packen. Ich hoffe, die Art und Weise, wie ich das Ganze präsentiert habe, war für euch okay. Vergesst nicht, einen Kommentar loszuwerden, abonniert den Kanal und schaut mal bei Facebook vorbei. Da gibt es Games on a Screen mittlerweile auch. Ich danke allen, die bei dieser Folge mitgewirkt haben. Ohne sie wäre das Ganze viel schwieriger gewesen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Games on a Screen.